Ja, hallo miteinander. Ich bin die Ernie, Klassenvorstand von der Höheren Lehranstalt für Landwirtschaft. Wir sind auf Projekttagen unterwegs, um einen Lehmofenbau zu gewährleisten, zu bewerkstelligen. Wir sind froh, dass die Organisation ZIPRA uns diesbezüglich auf die Idee gebracht hat. Und ich kann nur eines sagen. Bestens organisiert. Wir haben absolut zufriedene Schüler. Es gibt keine Motschkerei, es gibt keine negativen Aussagen, sondern sie sind alle sehr hilfsbereit zueinander, miteinander. Und sie haben, denke ich, eine große Freude, wie das Projekt da so langsam am Entstehen ist, wo es Formen annimmt. Und wir freuen uns alle schon auf die Richtfeier und auf den Einsatz des Ofens. Und vielleicht sind wir nächstes Jahr bei einer Pizza dabei. Gestern haben wir angefangen zum Ofenbauer mit der Schalung aufstellen. Das heißt, das Gestell für die Schalung und auch die Schalung. Und ja, war eigentlich eine schöne Arbeit. Ja, und nachdem wir dann die Schalung gebaut haben, haben wir dann dahinter den Lehm genommen. Dann haben wir da die spezielle Verfahren gemacht, dass man zuerst zum Beispiel 10 cm von dem Lehm da nimmt. Dann tut man den zuerst von Hand anstampfen und dann mit der Maschine, wo sie hinter da sind, gehörig anstampfen und dann halt immer mehr Schichten drauf. Bis es dann ganz voll ist. Man hat sich voll bisschen durchgehen und Projektleiterin hat und ein voll gutes Thema eingeführt und das erste ist schon voll gut gewesen. Aber manchmal waren einfach zu viele Leute da und haben nicht mithelfen können, aber man hat sich dann eh gut aufgeteilt, dass man malen hat gar können oder einfach mal kurz Pause machen. Dann haben wir noch gestern die Kugel, wo man das Feuer macht und den Brot backen kann, geformt und die haben jetzt heute da ein paar Leute noch fertig gefüllt und gestampft. Und wir haben noch den ganzen Tag bereits mal bis jetzt den Dachstuhl gemacht. Und es hat uns eigentlich, ich glaube, uns drei hat es eigentlich voll getaugt. Und ich werde es wieder machen, wenn wir es wieder machen könnten. Schon massiv. Stunde der Wahrheit! Kann ich schauen, bis jetzt nicht in Lehm hineingehe, gell? Ja, den habt ihr sauber. Es hat eigentlich voll Spaß gemacht, und das machen. Wir haben uns eigentlich das ganze Lehmofenprojekt, habe ich mir eigentlich komplett anders vorgestellt. Ich habe da gedacht, wir tun da ein bisschen so mit Lehm, ein bisschen so irgendeine Form machen und so. Aber das ist eigentlich da ganz anders. Wir haben das voll professionell eigentlich gemacht und es hat voll Spaß gemacht, ja.